Napoleon, Julius Caesar und Sigmund Freud. Alle drei hatten eines gemeinsam. Also sie hatten natürlich mehrere Dinge gemeinsam, zum Beispiel es waren Männer. Aber wusstest du, dass alle drei angeblich unter Migräne gelitten haben sollen? Ich erkläre dir heute, dass da eigentlich viel mehr hintersteckt als nur Kopfweh. Ich bin Felix und heute geht es um Migräne. Gleich zum Anfang muss ich euch sagen, dass das Thema bis heute nicht ganz erforscht ist. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wieso der eine Migräne bekommt und der andere nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Migräne nicht nur Kopfschmerzen sind, sondern viel mehr. Bei der Migräne kommt es zu starken, häufig einseitig pochenden Kopfschmerzen. Bei vielen Patienten sind diese Attacken begleitet von Appetitlosigkeit, von Übelkeit und Erbrechen. Die Betroffenen sind außerdem oft lichtscheu und lärmempfindlich oder haben ein leichtes Augentränen. Und weil die Begleiterscheinungen häufig vor den Kopfschmerzen auftreten und die Migräneanfälle anmelden, nennt man sie Aura. Bei so einem Migräneanfall hat man also sehr unangenehme Kopfschmerzen, die etwa 4 bis 72 Stunden anhalten können. 72 Stunden sind ganze 3 Tage. Und viele leiden nicht nur unter Kopfschmerzen, sondern auch unter Übelkeit oder haben ein Flimmern oder Blitzen vor den Augen. Da gibt es aber noch eine Menge mehr. Was jetzt aber genau einen Migräneanfall auslöst, ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Diese Attacken sind echt qualvoll und können die Lebensqualität unglaublich senken. Das muss ich wahrscheinlich gar nicht erst dazu sagen. Es gibt aber einige Dinge, von denen man merkt, dass sie die Migräne auslösen können, und das ist sehr individuell. Vielleicht hast du ein paar von denen schon mal selbst rausgefunden. Stress ist bei Migräne zum Beispiel häufig ein Auslöser. Viele Betroffene haben vor allem dann Anfälle, wenn ihr Stresslevel extrem hoch ist, aber auch wenn die Anspannung nachlässt, wie zu Urlaubsbeginn oder zum Wochenende. Ein paar Ess- und Lebensgewohnheiten wie Schokolade, Alkohol oder Rauchen, aber auch Schlafmangel können Gründe sein. Was auch noch zu erwähnen ist, auch die Einnahme der Pille oder das Einsetzen der Periode wird immer wieder als Auslöser genannt. Da kommt es nämlich zur Hormonverschiebung. Das ist auch der Grund, warum mehr Frauen als Männer unter Migräne leiden. Ihr merkt, es gibt ganz viele Triggerfaktoren und am besten findet man die für sich selbst heraus, indem man zum Beispiel ein Kopfschmerztagebuch führt. Im Verlauf kann man dann nachvollziehen, was ein Auslöser gewesen sein könnte und was nicht. Mich würde interessieren, welche es bei euch sind. Ja, also schreibt die einfach mal in die Kommentare, was Migräne bei euch vermutlich auslöst. Migräne ist leider bis heute nicht heilbar. Du kannst es aber ein Stück weit vorbeugen, zum Beispiel durch Entspannungsübungen oder Ausdauersportarten wie Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen. Vielen hilft es auch, einen geregelten Tagesablauf zu haben mit regelmäßigen Mahlzeiten und genügend Schlaf. Die Arten, wie man einen Migräneanfall vermindert, sind total individuell. Es kann also sein, dass sie dem einen helfen und dem anderen nicht. Auch hier kann dir vielleicht ein Kopfschmerztagebuch helfen. Welche Tipps und Tricks habt ihr für euch schon entdeckt? Ja, vielleicht hilft es einem anderen, also schreibt ihr gerne unten in die Kommentare. Wenn die Kopfschmerzen so stark werden, dass du deinen Alltag nicht mehr problemlos meistern kannst, dann zögere wirklich nicht, zum Arzt zu gehen. Einfach nur Schmerzmedikamente aus der Apotheke zu holen und zu schlucken, kann alles sogar noch schlimmer machen. Denn Schmerztabletten können wiederum Kopfschmerzen auslösen. Kopfweh ist halt nicht gleich Kopfweh. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Cluster-Kopfschmerzen. Was das ist, erkläre ich euch in einem der nächsten Videos. Deshalb sollte immer eine Abklärung von einem Arzt oder einer Ärztin erfolgen. Also danke fürs Zuschauen und passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.